Und damit ein herzliches Willkommen, Freunde, zu einem weiteren Wimmelbildabenteuer auf den Holy's Click-Abenteuer-Kanal. Isaine Colt, Rückkehr in die Eiszeit. Und es handelt sich um ein Blind Let's Play. Wir drücken auf Spielen und machen den Standardmodus. Wir möchten keine Einführung bekommen. Dankeschön. Leider kann ich auch hier nicht das Inventar offen halten. Und hier gibt es jetzt mal wieder mich zu sehen. Beim folgenden Spiel bei Amodette Peace Not Launch gab es ja keine Webcam. Diesmal jetzt schon wieder. Und ich möchte mal schauen, gibt es hier erstmal hier Sammelobjekte? Irgendwas, das jetzt hier komplett nicht ins Bild passt. Vielleicht der Hut, vielleicht das Handtuch. Die Glocken sehen für mich normal aus. Es ist anscheinend Weihnachtszeit hier in diesem Spiel. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt Sammelobjekte gibt, deswegen schauen wir uns jetzt mal den Hut hier an. Oder nehmen wir einfach mal den Krug mit Wasser mit. Dann die Hanal. Okay, die Sounds sind ein bisschen deutlicher gemacht hier im Spiel. Dann schauen wir hier, was haben wir da? Ich habe ein seltsames Gefühl, dass dieses Medaillon sehr wichtig ist. Ja, das nehmen wir einfach mal mit. Dann unser Tagebuch, eine Visitenkarte oder Kreditkarte nehmen wir mal mit. Ich habe den Schlüssel zurückgelassen, also brauche ich einen dünnen Gegenstand wie einen Draht oder eine Haarnadel. Ja, hier bitte. Was haben wir hier? Ein bisschen Geld. Eine Münze. Gut. Mal schauen, ist das hier. Würde schon sagen. Ein bisschen umspinnendes Spiel. Ich saß in einem kleinen Café und schaute ungeduldig auf das Geschenk, das ich für sie vorbereitet hatte. Es war ein altes Medaillon, das ich in einem nahegelegenen Antiquitätengeschäft gekauft hatte. Plötzlich sah ich sie durch das Fenster des Cafés auf der anderen Seite der Straße stehen. Und dann, ich kann immer noch nicht glauben, was ich gesehen habe. Helen verwandelte sich vor meinen Augen in eine Statue aus Eis. Und dann setzte sie ein fremder Mann in einen Sarg. Haben wir überhaupt nicht gesehen, aber okay. Wer war er? War er wirklich mehr als 2 Meter groß oder war das nur meine Einbildung? Was ist da draußen los? Ich muss herausfinden, was passiert ist und Helen zu helfen zu können. Okay, dann schauen wir mal weiter, was wir hier im Café machen können. Ich brauche ein etwas flaches, um den Riegel zur Seite zu schieben. Entweder ist das nur auf mein Ohr oder die Musik ist ein bisschen noch laut. Machen wir mal so. Wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. Ist hier eine Kaffeemaschine? Ja, da brauchen wir die Münze, aber wir brauchen ja auch ein. Warte mal. Nö, aber ich kann hier die Münze reinwerfen, oder? Ich will keinen Kaffee auf den Tisch verschütten. Oh, Chanté, Mademoiselle. Solange er leer ist, kann man hier keinen Kaffee machen. Na, bitteschön. Wieso kriege ich das Glas nicht mehr? Ja, dann brauchen wir irgendwie eine Tasse oder sowas. Irgendwas Flaches. Die Klinken sind zugefroren. Ich muss das Eis irgendwie schmelzen.
Irgendwas Flaches. Ja, ich habe doch die Kreditkarte und die Münze. Immer die Tasse mit. Dann können wir dann Kaffee machen. So. Diesen Kaffee nutzen wir, um die Klinke zu das befreien vom Eis. So, jetzt können wir aufmachen. Jetzt kann die Tür geöffnet werden. Ja, dann mach. Und dann schauen wir, was hier draußen los ist. Das ist ein Ort, wo die seltsame Kreatur meine Liebste verschleppt hat. Ich muss alles durchsuchen. What the fuck geht denn hier ab? Aber wir anscheinend spielt das Ganze in New York. Also von den Gebäuden her. Okay, da ist das Täschchen von unserer Liebsten. Ich werde nicht, werde mich schneiden, wenn ich das Glasbruchstücke nicht in etwas entwickle. Bitte? Hier. Das Schloss der Tasche ist mit Eis bedeckt, aber ich kann mit dieser Glasscherbe aufschneiden. Ich werde nicht sagen, aber das Aufschneiden der Ledertasche hat sich angehört, als würde man ein Stück Fleisch schneiden. Aber okay. Taschenmesser. Alles Gute zum Jahrestag, mein Geliebter. Ich bin so glücklich, dass wir einander gefunden haben. Kann mir mein Leben nicht mehr ohne dich vorstellen. PS, öffnet die Schachtel. Ja, gut. Mehr kann ich ja nicht machen, außer dieses Geburtstagsdings anzuschauen. Jahrestagdings, Entschuldigung. Ist hier auch noch was? Alles anschauen, alles studieren, wie in guten alten Wimmelbildzeiten. Das sind noch keine alten Zeiten. Oh, schon. Die Klinke ist mit Eis bedeckt. Ich brauche hier einen Eispickel oder etwas ähnliches. Du hast doch ein Schweizer Taschenmesser. Okay. Gut, was haben wir hier? Wie kann ich die Schrauben herausziehen? Mit dem Taschenmesser. Ernsthaft? Normalerweise haben diese Taschenmesser-Dinger auch sowas wie einen Schraubenzieher dabei. Aber gut, dann haben wir unser erstes Wimmelbild. Okay, das ist wahrscheinlich von. Die ist verklemmt. Wenn ich eine Brechstange oder eine Stange aus Metall hätte, dann könnte ich die Tür aufhebeln. Okay. Das werden wir wahrscheinlich hier finden. Erstmal hier alles freidecken. Wir haben. Weißt du jetzt gerade erst du hier, genau du in dieser Folge erst reingeschaltet habt. Wimmelbildspiele werden durch solche Wimmelbilder gekennzeichnet. Du hast einen Ort mit haufenweisen Müll und hast eine Liste. Und die Gegenstände in dieser Liste musst du suchen in diesem Bild. Du siehst aber, dass hier zum Beispiel Klappstuhl grün angemalt ist. Das bedeutet einfach, du brauchst noch eine extra Aktion. Entweder musst du den Klappstuhl in den Rad hinzufügen oder musst ihn irgendwo aufmachen oder reparieren. Sowas in der Richtung. Nimm doch Uhrzeiger. Darf ich es da nicht hinmachen? Frag für einen Freund. Nehmen wir einfach mal mit. Da war der Klappstuhl. Ach so, es sind mehrere Gegenstände hintereinander. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr mit zum Sammeln, oder? Nö. Gut. Uhr. Jetzt können wir die Uhrzeiger hinmachen. Und zack. Hast eine Uhr. Fesselrad. Nimm mal mit. Der Löffel glitzert mich auch schon so an. Tropenhelm. Der war hier drin. Aber noch was. Ein kleiner Engel. Ventilator. Glühbirne. Gießkanne. Nee, der ist. Warte mal. Könnte man das als Stiefel bezeichnen? Nö. Aber das wahrscheinlich. Dann noch ein Rad. Ja, das wahrscheinlich. Der Effekt ist cool. Mal die Vase reparieren. Und die Vase mit. Der Eispickel war hier drin. Enzyklopädie und Kissen. Hatten da jetzt geglitzert. Da ist die Enzyklopädie. Ein Kissen da oben. Gießkanne ist hier. Kleiner Engel ist da.
Ventilator ist hier auf dem Sessel. Glühbirne. Da unten. Aber ich habe keine Brechstange gesehen. Ja, vielleicht hier mit Eispickel. Und wir dürfen hier rein. Oh, ein Mann in Nöten. Herr Hope, was ist los? Kann ich Ihnen helfen? Ah, du bist es, Jacob. Du kommst gerade rechtzeitig. Mein Herz sagt unter den Stress und Druck. Die Kreaturen haben mir so eine harte Zeit beschert. Finde mein Herzmedizin. Sie muss hier in der Nähe irgendwo sein. Oh oh. Irgendwo in der Nähe. Du bist gut. Mal hier aufschneiden. Ja, da ist auch Medizinzeichen. Also das Ärztezeichen. Ja, das Seil können wir noch gebrauchen. Herzmedizin. Hier, bitteschön. Oh, ich danke dir sehr. Ich fühle mich jetzt viel besser. Herr Hope, was ist los? Wer sind diese Kreaturen? Und warum verhält sich das Medaillon so seltsam? Es war mein Urgroßvater, der dieses Artefakt gefunden hat. Ich habe es zusammen mit dem Antiquitätengeschäft geerbt. Das war, als ich die alten Legenden von den Meistern des Medaillons gefunden habe. Den Eisriesen des... dem Reutz. Sie haben meine Frau entführt, Herr Hope. Wie kann ich sie retten? Ein extrem mächtiges Artefakt, der Stern der Freuds, hält diese Kreatur am Leben. Wenn sie diese Frau entführt haben, dann musst du dich beeilen. Wenn sie sie zum Stern bringen, wird das Artefakt ihre Seele verschlingen und sie wird sterben. Was, wenn ich den Stern zerstöre? Geht das doch überhaupt? Ja, aber es ist keine leichte Aufgabe, mein Freund. Du brauchst dazu 17 tapfere Seelen. Die müssen dein Medaillon auffüllen, dann bist du in der Lage, den Stern des Freuds zu zerstören. Ich muss jetzt ausruhen. Vielen Dank noch einmal für deine Hilfe. Warten Sie, wo finde ich diese 17 Seelen? Die richtigen Leute werden von einer glänzenden Aura umgeben. Berühre die Person mit in der Medaillon. Die Seele wird eine der Perlen füllen. Jetzt muss ich diese Seelen finden, um den Stern erreichen. Ich bin bereit, alles für Helen zu tun. Ich bewundere dich, Jacob. Du kannst es schaffen, aber ich muss mich jetzt ausruhen. Viel Erfolg. Okay. Aber wir können uns trotzdem hier nochmal in seinen Laden umschauen. Die Uhrzeit spielt hier auch verrückt. Was ist das? Das sieht aus wie ein Axtgriff. Die Speerspitze fehlt. Okay, ein Speer. Gut, was haben wir hier? Natürlich wieder verschlossen, aber da ist die Speerspitze. Ein abgeschlossenes... Es ist abgeschlossen. Es gibt keinen Schlüssel. Ich muss einen anderen Weg finden, um das Schloss aufzubrechen. Haben wir aktuell noch nicht. So, aber wir können die Speerspitze hier wieder hin tun. Und das Seil. Dann haben wir einen Speer. So. Gut. Sonst ist hier nichts mehr. Gut. Dann kann ich... Ja, okay, da hat sich das wieder... Der LKW wieder in ein Wimmelbild verwandelt. Ich breche jetzt mal hier die Tür auf. So. Ach, du liebes Lieschen. Schraubenmutter Blupe. Schraubenmutter, die ist hier. Freudschlüssel ist auch gleich hier. Also hier ist es zum Beispiel eine Wimmelbildart, wo ich nicht sagen kann, ich mache das nach der Reihe. Sondern ich muss halt wirklich permanent schauen, wo was ist. Muss ich halt wirklich gründlich gucken. Das war jetzt nur Zufall, dass ich das angeklickt habe, aber okay. Wo kriege ich denn die Lupe her? Sehr interessant. Das Wasser. Gluck, gluck, gluck. Ach, das sind Bilderfetzen. Ach so. Und natürlich mit Bandmaß, das war hier.
Aber keine Ahnung, wo die Lupe sein soll und die Nähmaschine. Lol, okay, darauf, auf das Glitzern muss ich halt auch echt achten. So, was habe ich jetzt bekommen? Den Kreuzschlüssel. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Oh oh. Not good. Da links bewegt sich auch was. Wow. Ja, da wäre ich jetzt auch. Minus 40 Grad. Fahrenheit oder keine Ahnung. What the fuck? Was ist das? Wer hat den Busfahrer eingefroren? Jack Frost. Wahrscheinlich. Auch etwas schwer, um es zu zerbrechen. Da kommt so ein Kreuzschlüssel, ist schwer. Und da fehlt ein Sägeblatt. Ja, aber mal ganz ehrlich, so ein. Also der Kreuzschlüssel ist jetzt zwar weg, aber ihr seht ja, ich meine, ich deute mal hin, ihr seht ja hier, wie das Fenster kaputt ist. Dann machst du nur einen richtigen Wurf und das Fenster zerschellt. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Der Fahrer. Ich kann es ja nicht sehr retten. Mr. Howard hat mir gesagt, dass ich das Amulett benötige. Bitteschön. Haben wir eine Seele schon mal? Wie kann ich das sie auftauen? Damit. Das. Schlüssel für den Bus. Okay, verstehe. Was kriegen wir hier? Ach, das Sägeblatt. Weichhölzer. Ja, da war ja das Säge, die Säge hier. Nehmen wir mit. Hier irgendwo eine Stange, die ich nutzen könnte. Na toll. Also ich kann quasi nur die Sicht hier haben. Also hier drin geht schon mal nichts. Aber was mir schon wieder auffällt, ist jetzt auch nicht negativ gemeint oder so. Wenn ich jetzt mich so umschaue mal hier in das Ding. Warte mal, ich lese nochmal kurz vor, dann erkläre ich warum. Was mir fehlt. Es ist so kalt, die Stadt hat sich in wenigen Minuten verwandelt. Wo kommt das Eis und der Schnee her? Könnten sie mit Helens Entführung zusammenhängen? Ich muss den Ort, an dem Helen verschwunden ist, genau überprüfen. Mich an ihre Spuren heften. Der Antiquitätenhändler erzählte mir über die Herkunft dieser Kreaturen. Er nannte sie die Freuds. Wie konnte es geschehen, dass jetzt diese Kreaturen durch die Straßen wandeln? Für was brauchten sie Helen? Ich muss mehr über die Eindringlinge herausfinden. Das Amulett spürte die Anwesenheit eines menschlichen Geistes und ich sah einen geheimnisvollen Glanz um ihn herum. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte das Amulett fest an mich drücken. Plötzlich hatte ich eine Vision. Ich war ein Busfahrer und versuchte meine Passagiere vor einen Absturz in eine Wand aus Eis zu retten. Ich habe seine Seele mit dem Medaillon gerettet. Ich muss mehr darüber erfahren. Also was ich halt wieder schade finde, es gibt keine Karte. Das wollte ich noch ausdrücken. Irgendwas Schweres. Vielleicht hier irgendwie? Irgendwas Schweres? Ach hier, schaut mal.
Nimm mal mit, das Zepter. Das ja, ich glaube, das ist ja was Schweres, oder? So. Au, buck. Au, buck. Au, ruck. Und weiter geht's. Okay, wo hat er Helen verschleppt? Ja, das weiß ich doch nicht. Zu Weihnachtsmann und Coca-G wahrscheinlich. Ich habe es geschafft, Helens Entführer einzuholen. Ich will fest daran glauben, dass meine Frau noch am Leben ist und bald wieder mit mir vereint ist. Ich wollte den Freud angreifen, aber ich habe versagt. Der Riese ist mit dem Sarg in einen schmalen Durchgang, der mit Eis gefüllt war, verschwunden. Alles ging so schnell, dass ich nicht einmal reagieren konnte. Komme ich da jetzt durch? Keine Ahnung, du bittest ganz lieb drum. Okay, hier kommt irgendwas rein. Die Heizwendel fehlt. Okay. Die Tür ist eingefroren, sodass ich zuerst das Eis zu schmelzen bringen muss. Okay. Bevor ich jetzt hier wieder das Wimmelbild mache. Alter, ich hab mich wirklich erschreckt. Alter, du Dämlack. Das zweite Auge fehlt, könnte das der Schlüssel sein. Ja, aber vorher hua machen, weißt? Alter. Das Glas kann mit etwas Schwerem zerbrochen werden. So, einmal Zeitung. Ey, du, willst du was zum Lesen? Nö, will er nicht. Okay, wieder ein schönes Wimmelbild. Es ist allgemein schön animiert und schön gezeichnet. Muss ich nur mal festhalten. Okay. Ich glaube, mehr haben wir hier nicht. Okay, Feueranzünder. Haben wir da drin. Bratpfanne. Hier. Schneidebrett da. Der Krug war jetzt aber nicht hier drin, oder? Doch, da. Was? Roter Eimer. Ich muss den Eimer rot anmalen, oder was? Okay, hier bitteschön. Kleiderständer. Hier hat Ständer gesagt. Reitstatue. Was? Badeschwamm. Hier. Ich glaube, der Hammer war hier drin. Anhänger. Es ist nur die Hälfte des Anhängers. Oh, wie war das? Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die Musik kommt mir halt irgendwie extrem laut vor. Aber vielleicht, wie gesagt, täusche ich mich einfach nur. Hemd und Anhänger. Wo ist ein Hemd? Also Anhänger ist das wahrscheinlich. Ich sehe das Hemd jetzt gerade nicht. Ist ein Hemd? Nee, dahinter. Aber jetzt bekommen... Ah, okay. Ja, das fehlt immer noch. Das habe ich immer noch nicht gefunden. Wo ist? Wo kann der sein? So.
So, zünden wir das mal an. Oh, da ist wieder einer drin. Ein weiter eingefrorener Pfarrer. Ich muss das Medaillon verwenden. Yay. Mit deiner Seele. Yay, eine weitere Seele und ein Werkzeug. Und das Auge von dem, der uns erschrocken hat. Und wieder was zum Lesen. Plötzlich spürte ich einen menschlichen Geist. Das Amulett schien ihn mir zu zeigen. Das erschreckte mich ein wenig. Während das Amulett die Seele des armen Mannes absorbierte, konnte ich in seine Gedanken blicken. Der Mann wollte nach Hause eilen, um seine Frau und seinen Sohn zu retten. Er hatte nichts als ihre Sicherheit im Sinn, als die Freuds seine Reise beendeten. Okay. Sag mal dein Auge. Ja, bitte. Boink. Okay, ich gehe weiter. Komisches Krankenhaus. Wir haben einen Weg blockiert, aber nichts wird mich aufhalten. Hahaha. So, was haben wir hier? Kelle mit Eis. Die wird nicht ohne Batterie funktionieren. Hier können wir auch nichts mehr machen. Also wir brauchen wieder für eine Taschenlampe Batterien. Wie im vorigen Let's Play. Ich kann hier nach links. Da finden die Zahnräder in dem Mechanismus. Okay, dann müssen wir Zahnräder finden. Hier ist eine komische Eistruhe. Ich habe jetzt aber nicht das Medaillon nutzen, oder? Nee. Die Truhe ist abgeschlossen, es fehlt ein Teil. Einige Teile müssen von den Raben herausgepickt worden sein. Warum auch immer Raben sowas machen sollten. Aber gut. Gehen wir mal nach rechts. What the f... Das ist so einladend, wenn man in ein Aquarium reingehen will, weil er auf ihn als einen riesen Hai anglotzt. Ich muss zuerst die Nägel entfernen. Ich habe nichts... Obwohl... Komm, könnte ich so auch mit dem Ding so aufbiegen. Meine Güte. Da nimmt's einer wieder sehr genau, wa? Etwas glitzert dort unten. Ich muss das Auto anheben. Die Winde hat keinen Haken. Wo ist der Haken an der Geschichte? Da mein Zahnrad. Das Fenster ist schmal, so kann ich meine Hand nicht hindurchquetschen. Ich muss einen langen, dünnen Gegenstand finden. Aber nicht. Da kommt eine Karte durch. Ich brauche eine Ozearium-Eintrittskarte. Oh, okay. Es ist so, ich kann ihn nicht erreichen. Ich brauche wohl eine Leiter. Jawohl. Also, können wir jetzt hier gerade nichts machen, oder? Warte mal, ich muss mal zurück. Also hier ist wirklich nichts. Da braucht man einen Haken, da braucht man einen Hammer. Ne, sonst ist hier wirklich nichts. Da braucht man eine Leiter. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Alles klar, jetzt wird der Rabe lebendig oder so. Ich habe einen Raben gefunden, die sich mit den Teils des Medaillons aus dem Staub gemacht haben. Da haben wir einen Haken. Mal hier. Da fehlt eine Skulptur von einem Freud. Bist du? Okay, da haben wir noch gar nichts davon. Aber sieht cool aus. Was ist hier? Es gibt kein Licht in dem Gebäude und ich muss den Transformator holen. Da ist ein Eisengitter. Okay. So, meine Freunde, ich sehe aber, dass wir schon am Schluss der ersten Folge angelangt sind. Ich hoffe, ihr habt schon bei der ersten Folge einen guten Eindruck, was das Spiel angeht. Auf mich macht es auf einen guten Eindruck. Es ist schön animiert, schön gezeichnet.
Es ist eine interessante Story, auch wenn ich mir das nicht vorstellen will, wie sich minus 40 Grad anfühlen. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.